Hallo, mein Name ist Sebastian und ich freue mich, dass du dich für den goldenen Schnitt interessierst. In diesem Video lernst du die Konstruktion des goldenen Schnittes mit der Methode der äußeren Teilung. Du brauchst für dieses Video ein Geodreieck, einen Zirkel, einen Bleistift, einen Taschenrechner und ein paar Blatt Papier. Drück kurz auf Pause und richte dir die Materialien her. Ich warte derweil auf dich. Während ich dir nun die Konstruktion des goldenen Schnittes zeige, notier dir bitte die einzelnen Schritte. Um den goldenen Schnitt mit Hilfe der äußeren Teilung zu konstruieren, zeichnen wir eine Gerade. Wir wählen die Punkte A und S so, dass die Gerade über S hinaus verlängert ist. Danach legen wir eine Senkrechte auf den Punkt S und mit unserem Zirkel nehmen wir die Länge AS auf und schlagen diese auf die Senkrechte ab. Dadurch kommen wir zu unserem Punkt C. Nun halbieren wir die Strecke AS, indem wir die Streckensymmetrale konstruieren. Und erhalten mit der Konstruktion der Streckensymmetrale den Punkt M. Nun müssen wir nur noch von M aus die Strecke MC in den Zirkel nehmen und tragen diese auf die Verlängerung der Strecke AS ab und erhalten dadurch unseren Punkt B. Und S teilt nun die Strecke AB im Verhältnis des goldenen Schnittes. Um zu überprüfen, ob unsere Konstruktion gelungen ist, nutzen wir wieder die Verhältnisgleichung. Unsere längere Teilstrecke A ist 7,1 cm lang. Unsere kürzere Teilstrecke B ist 4,3 cm lang. Und wenn wir das in den Taschenrechner eintippen, 7,1 durch 4,3, kommen wir auf einen Wert von circa 1,651. Und wir erinnern uns, bei einem Wert des Teilungsverhältnisses in der Nähe von 1,6 bezeichnen wir die Konstruktion gelungen. Somit passt sie. Du hast ja die Konstruktionsschritte notiert. Schauen wir, ob sie mit meinen Unterlagen übereinstimmen. Als erstes zeichnen wir eine beliebig lange Strecke AS. Wir verlängern die Strecke über S hinaus. Danach zeichnen wir eine Senkrechte auf S. Und wir nehmen unseren Zirkel und schlagen die Länge AS auf die Senkrechte ab, um zum Punkt C zu kommen. Danach konstruieren wir die Streckensymmetrale der Strecke AS, kommen zum Punkt M. Und nun nehmen wir unseren Zirkel und schlagen von M aus die Strecke MC auf die Verlängerung von AS ab und bekommen so unseren Punkt B. Und S teilt nun die Strecke AB im Verhältnis des goldenen Schnittes. Nun ist es an dir zu sehen, ob du die Konstruktion des goldenen Schnittes beherrschst. Konstruiere hierfür eine Strecke AB, welche im Punkt S im Verhältnis des goldenen Schnittes geteilt ist und benutze hierzu die äußere Teilung. AS ist mit einer Länge von 4,3 cm vorgegeben. Drücke auf Pause und versuche es. Hast du es geschafft? Wenn du nun die äußere Teilung
ausprobiert hast, sollte dein Ergebnis in etwa so aussehen. Wir überprüfen es nun, indem wir uns die Zeichnung des Basic Video 1 hernehmen und die Längen A und B vergleichen. Und diese sollten übereinstimmen. Du kannst natürlich auch gerne die Verhältnisgleichung benutzen und wenn dein Teilungsverhältnis in der Nähe von 1,6 liegt, dann ist deine Konstruktion gelungen. Wenn du mehr über den goldenen Schnitt erfahren willst und auch ein paar knifflige Aufgaben lösen willst, dann schau weiter zu den Mastery-Videos.